Vor gut einer Woche haben die Fluggesellschaften Swiss und Edelweiss einige ihrer Flugzeuge aus der A320-Familie vom temporären Parkplatz dieser Maschinen vom Flugplatz Dübendorf wieder zurück nach Zürich-Kloten geholt. Was das da für ein Flugplatz ist in Dübendorf, warum man diese Flugzeuge da abgestellt hat und warum das ein besonderer Rückflug war, das besprechen wir heute mal. Viel Spaß! Und damit hallo und ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut. Insgesamt waren 23 Flugzeuge der Fluggesellschaften Swiss, Edelweiss und Helvetic in den letzten ziemlich genau 3 Monaten am Flugplatz Dübendorf geparkt. Weil man dort Platz hatte, den man entweder in Zürich nicht hatte oder weil sich das unterm Strich ganz einfach gerechnet hat, die Flugzeuge einfach wenige Kilometer weiter zu fliegen und dort am Flugplatz Dübendorf zu parken. Und dass sich so etwas überhaupt rechnen kann, ist ziemlich beeindruckend und unterstreicht nochmal, wie besonders die aktuelle Situation in der Luftfahrt ist. Denn mal eben über 20 große Verkehrsflugzeuge vom großen internationalen Flughafen Zürich ein paar Kilometer weiter an diesen Flugplatz rüber zu bringen, das ist mit einer ganzen Menge Aufwand verbunden. Der Flugplatz Dübendorf blickt dabei mittlerweile auf eine über 100 Jahre lange Geschichte zurück. Das ist in der Fliegerei nicht nur eine ganze Menge, sondern das deckt tatsächlich nahezu die gesamte Zeit motorgetriebener Flugzeuge ab. Seitdem hat Dübendorf so ziemlich alles an kleinen und vor allem Kampfflugzeugen gesehen, was in der Schweiz in den letzten 100 Jahren irgendeine Rolle gespielt hat. Zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg war der Flugplatz Dübendorf aber tatsächlich auch der wichtigste zivile Flugplatz in der Schweiz. Und erst nach dem Zweiten Weltkrieg wurde dann der ganze zivile Verkehr an den neuen Flughafen Zürich-Kloten verlagert und Dübendorf war von da an, Ende der 1940er Jahre, nur noch ein rein militärisch genutzter Flugplatz. Das war zumindest Grund genug, um den Flugplatz immer wieder auf dem mehr oder weniger aktuellen Stand zu halten. Die Piste 1.1 bzw. in Gegenrichtung 2.9 ist heute 2355 Meter lang, komplett betoniert, 40 Meter breit und bietet in Richtung 2.9 sogar ein Instrumentenlandesystem, also ein ILS. Bis zuletzt ins Jahr 2005 nahm der Flugplatz Dübendorf dann eine wichtige militärische Rolle in der Schweizer Luftfahrt ein. Auch heute gibt es da immer noch eine militärische Funktion bzw. einen kleinen militärischen Part am Flugplatz. Allerdings waren dann ab Ende 2005 keine Kampfjets mehr in Dübendorf stationiert und es wurde über eine mögliche Schließung des Flugplatzes gesprochen. Nicht zuletzt, auch aufgrund der absehbar begrenzten Kapazitäten am Flughafen Zürich-Kloten, gab es dann aber auch immer mehr Stimmen für die Erhaltung des Flugplatzes in Dübendorf. Und auch wenn das lange Zeit eben genau nicht der Plan war, heute hält der Flugplatz Dübendorf dem großen Bruder nebenan ziemlich gut den Rücken frei, indem man Geschäftsflieger, Polizeihubschrauber oder generell Hubschrauber, kurz gesagt, gar nicht böse gemeint, den ganzen Kleinkram wegfischt, damit man sich dort drüben am Flughafen Zürich-Kloten optimal auf den internationalen Zivilluftverkehr konzentrieren kann mit den großen Flugzeugen. Aber weiter im Text. Der Flugplatz Dübendorf kann also aufgrund seiner Ausstattung, aufgrund seiner Piste durchaus auch diese in Anführungszeichen großen Flugzeuge empfangen. Kommt selten vor, aber es funktioniert. In den Jahren 2013 und 2016 wurde der Flugplatz Dübendorf beispielsweise von einer Boeing 747-400 in der Frachtversion von der Fluggesellschaft Cargolux besucht. Kein Witz, die Maschine brachte beide Male je eines der beiden Solar Impulse Flugzeuge quasi nach Hause. Denn dort am Flugplatz Dübendorf wurde das erste der beiden Rekordflugzeuge konstruiert bzw. gebaut und auch erprobt. Und betrachtet man rein die Spannweite, sind die Flugzeuge, also 747 und diese Solar Impulse Dinger auch ganz gut miteinander vergleichbar. Dann sind sie tatsächlich ähnlich groß, aber die maximal 1,6 Tonnen Abfluggewicht dieser Solar Impulse Maschinen lassen sich nicht wirklich mit einer 747 vergleichen. Am Flugplatz Dübendorf kann also unter besonderen Bedingungen auch so ein Flugzeug wie eine 747-400 landen. Wirklich gut abgefertigt werden kann das Flugzeug da allerdings nicht. Die Maschine ist gelandet, 2013 genauso wie 2016, ist auf der Piste gelandet, blieb auf der Piste stehen, wurde dort entladen und dann zum Anfang der Bahn zurückgeschoben, um von dort aus wieder abzuheben. Das ist ein bisschen kompliziert, aber funktioniert. Und an der Stelle können wir mal mit den Swiss A320 weitermachen. Diese Flugzeuge können und dürfen zwar ebenfalls auf einer 40 Meter breiten Piste starten und landen, auch wenn das 5 Meter weniger als Standard für diese Flugzeugkategorie sind. Und auch die etwas mehr als 2000 Meter Bahnlänge stellen natürlich überhaupt kein Problem dar. Alles andere darüber hinaus ist aber auch bei diesen Flugzeugen sehr speziell. Die Schweizer Fluggesellschaft musste Flugzeugschlepper, passende Treppen und natürlich auch einiges an Personal für diese Flugzeuge vom Flughafen Zürich-Kloten nach Dübendorf schaffen, damit man sich dort um die Maschinen richtig kümmern kann. Die Flugzeuge wurden dann, wie gesagt, vor knapp 3 Monaten nach dem kurzen Flug von Zürich-Kloten nach Dübendorf
auf eine heute nicht mehr in Betrieb befindliche, aber soweit ich weiß als Parkplatz und teilweise auch für Modellflug genutzte Piste geschleppt, für die wohl erst einmal geklärt werden musste, ob sie den Belastungen mehrerer Verkehrsflugzeuge überhaupt standhalten kann. Denn die Bahn wurde eigentlich mal für kleinere, deutlich kleinere Kampfflugzeuge gebaut. Dort wurden die insgesamt 23 Maschinen dann also schön dicht nebeneinander in einer Reihe geparkt und dann gab es das übliche Prozedere, das heißt Triebwerksöffnungen wurden abgedeckt, Sensoren wurden abgeklebt bzw. verschlossen, die Flugzeuge werden in regelmäßigen Abständen gelüftet, bewegt und kontrolliert und nach diesen knapp 3 Monaten war jetzt dann aber mit diesem temporären Parken Schluss. Die Flugzeuge müssen dann einmal wieder in die Luft und wurden dann am Flugplatz Dübendorf von den entsprechenden Technikern wieder fit gemacht für einen recht aufwendigen Flug nach Zürich-Kloten. Die wichtigsten Besonderheiten sind dabei schnell erklärt. Die Flugzeuge werden von diesem Parkplatz, also von dieser nicht mehr in Betrieb befindlichen Piste, wieder zurück in die Startposition geschleppt. Also sie rollen nicht selbstständig in die Startposition, denn dafür sind die Taxiways einfach zu schmal. Das Hauptfahrwerk bei der A320-Familie nimmt von der einen Seite bis zur anderen Seite ziemlich genau 9 Meter ein. Also die Taxiways sind ziemlich offensichtlich nur 10 Meter breit und das soll dann mal lieber ein Schlepperfahrer machen. Erst auf der aktiven Bahn werden dann die Triebwerke des Flugzeuges gestartet. Swiss zeigt das alles sehr schön in einem Video. Und dann gehen die Piloten eigentlich mehr oder weniger normal durch ihre Verfahren durch. Das Flugzeug wird hier sogar einmal kurz quasi angerollt. Also aus dieser Position, wo es hingeschleppt wurde, rollt es dann nochmal vor in die wirkliche Startposition. Es gibt also auch hier ein Taxi, ein Rollen zur Startbahn. Denn in dieser Taxi-Phase, in dieser Rollphase, sind laut normalen Verfahren einige Items notwendig, die dort gemacht werden müssen. Das gibt es also auch hier, ganz normal wie sonst bei jedem anderen Flug auch, nur dass das sich hier eben halt nur über einige wenige Meter erstreckt. Dann hebt das Flugzeug auf der Piste 1.1 in Dübendorf ab. Dabei ist die Maschine logischerweise sehr leicht, aufgrund der geringen Spritmenge, die man dabei hat für die Strecke nach Zürich und aufgrund der Tatsache, dass natürlich keine Passagiere an Bord sind. Und auch wenn das dann weniger als 10 Kilometer Luftlinie zwischen den beiden Flugplätzen, zwischen Dübendorf und Zürich-Kloten sind, dauern all diese Flüge etwa 20 Minuten. Das ist schon echt eine ganze Menge für diese Strecke. Liegt daran, dass die Flugzeuge natürlich einen recht üppigen Umweg fliegen, sogar auf 12.000 Fuß steigen und sich dann ganz normal für einen Anflug auf die Piste 1.4, in diesem Fall, einreihen. Sicherlich nicht die effizienteste Art und Weise, um von Dübendorf nach Zürich-Kloten zu kommen. Einen Linienflug wird man da in naher Zukunft ganz bestimmt nicht draus machen, kann man auch einfach die Autobahn nehmen. Aber für diese 23 Flugzeuge dieser drei Schweizer Fluggesellschaften war das jetzt mal notwendig, diesen doch irgendwo recht interessanten Flug zu fliegen. Die Maschinen werden jetzt oder wurden bereits am Flughafen Zürich-Kloten wieder für den aktuell anlaufenden Passagierbetrieb vorbereitet und dort dann eventuell auch wieder eingesetzt. Wurden sie das bis jetzt noch nicht, dann werden sie höchstwahrscheinlich auch wieder in den nächsten Tagen abgestellt. 3 Swiss A320 sollen laut aktueller Planung auch wieder nach Dübendorf zurückgebracht werden, um dort weitere Tage, Wochen, wie lange auch immer zu verbringen. Für all die anderen Flugzeuge, die man jetzt wieder in den Passagierbetrieb bringen konnte, hat man die 90 Tage temporäres Parken voll und ganz und so effizient wie möglich ausgenutzt. Damit soll es das heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Infos für euch mit dabei. Dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss.